Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Beitrag und freue mich, dass Sie sich dafür das interessieren, was ich Ihnen darstelle, und bin der festen Überzeugung, dass ich Ihnen hier und da doch einige Informationen vermitteln kann, die Ihr Wissen erweitert. Wissen für Leben ohne Krankheit. Ich habe hier eingeblendet den Slogan unserer Organisation, unseres Unternehmens. Leben ohne Krankheit, das ist das Ziel. Wir möchten Ihnen Informationen vermitteln und das tun wir auch. Und mit einigen Verfahren hervorzuheben mit AgilCare werden Mikroorganismen in Dysbalance eliminiert. Warum tun wir das? Weil wir wissen, dass Mikroorganismen in Dysbalance immer auftreten, bei allen Erkrankungen auf Zellenebene, und dass wir die Chance haben, wenn wir diese Mikroorganismen eliminieren, wohlgesagt diejenigen, die in Dysbalance sind, dann haben wir die Chance zu leben ohne Krankheit. Und da wir uns Gedanken machen müssen darüber, dass es nicht nur die Mikroorganismen gibt, die uns schädigen, denen wir sozusagen hinterherjagen mit den Frequenzen, um sie letztendlich zu eliminieren, um zu gesunden, das alles in Selbstanwendung, müssen wir uns Gedanken machen, was ist denn eigentlich mit den anderen Mikroorganismen? Wie haben wir uns denen gegenüber zu verhalten? Was haben sie für eine Bedeutung für uns? Und ich möchte hier einen einzigen kleinen Abschnitt daraus nehmen, aus diesem Komplex der Probleme, nämlich wie haben wir die Harmonie zu erleben zwischen Mensch und Mikroben? Welche Harmonie existiert? Welche Abhängigkeiten? Und das habe ich eingeengt auf einige Beispiele und ich hoffe, dass Sie darin erkennen, wie wichtig es ist, hier und da doch die Einstellung zu den Mikroorganismen zu ändern und vielleicht auch das Verhalten. Also lassen Sie uns beginnen. Immer geht es ja darum, dass wir durch diese differenzierte Betrachtungsweise jetzt zu diesem Teilgebiet, was ich vortrage, nämlich zu den Mikroorganismen, dass wir dazu kommen, um unsere Handlungsweise, unsere Handlungsweisen zu verbessern und letzten Endes zu verbesserter Lebensqualität zu kommen. Ich meine, dieses Bild soll das emotional ausdrücken, wo unser Ziel ist. Nachfolgend beschreibe ich das harmonische Miteinander von Menschen und Mikroben. Dazu bitte ich Sie, mir auf dieser Reise einer differenzierten Betrachtung zu folgen. Mein Ziel ist es, in den folgenden Ausführungen eine differenzierte Perspektive auf das Zusammenleben von Menschen und Mikroorganismen zu schaffen. Durch ein verbessertes Verhältnis für diese winzigen Lebensformen können wir sorgen, wenn wir ein besseres Verständnis aufbringen. Denn letzten Endes geht es darum, sich durch Anpassung an diese Verhältnisse, durch Beachtung dieser Verhältnisse zu einer besseren Lebensqualität zu kommen. Oft führen unterschiedliche Berichte und Ansichten dazu, dass Menschen eine verzerrte oder unrealistische Sicht auf Mikroorganismen entwickeln. Schon in der Schule lernen wir durch die Forschungsergebnisse großer Wissenschaftler wie Louis Pasteur und Robert Koch, dass Krankheiten häufig von Mikroorganismen ausgehen, die bekämpft und beseitigt werden müssen, um die Gesundheit zu erhalten. Der Arzt Rudolf Virchow hat im damaligen Europa bahnbrechende Arbeit für die öffentliche Gesundheit geleistet. Durch den Bau von Kanalisationssystemen und Trinkwasserversorgungen nach hygienischen Standards in zahlreichen Städten konnte er das Leben vieler Menschen retten und sie vor aggressiven Krankheitserregern und tödlichen Seuchen schützen. Auch Ignaz Semmelweis erkannte die Gefahr von Mikroorganismen. Viele Frauen starben infolge mangelnder Hygiene seitens der Ärzte. Semmelweis wies darauf hin, dass das einfache Einhalten von Hygienevorschriften wie das Händewaschen das Leben von Gebärenden schützen kann. Trotz seiner lebensrettenden Arbeit hatte Semmelweis viele Gegner, darunter Ärzte in leitenden Positionen, deren Ego wichtiger war
als das Wohl ihrer Patienten. Sein unermüdlicher Kampf für die Gesundheit seiner Patientinnen und gegen gefährliche Mikroorganismen kostete ihn letztendlich sein Leben. In den letzten Jahren hat die deutsche Regierung, unterstützt von vorbehaltlos zustimmenden Medienlandschaften, Bild gezeichnet, das Angst vor Mikroorganismen, insbesondere Viren, schürt. Diese Atmosphäre der Furcht erreicht ihren Höhepunkt mit der Aussage des Pharma-Lobbyisten Karl Lauterbach, dass uns tödliche Viren bedrohen würden. Eine Darstellung, die eine bestimmte Art von Viren in ein schlechtes Licht rückt. Auch wir, die sich mit der sinnvollen Anwendung von Agile Care zur Körperpflege mikrobieller Disbalancen beschäftigen, verwenden oft die Begriffe zu eliminierende Mikroorganismen oder dass Mikroorganismen zu eliminieren seien. Beziehen wir uns dabei auf das Negative in Viren, Bakterien, Würmern, Pilzen und anderen Einzellern? Übersehen wir bei dieser Einschränkung dabei das Positive? Die Erkenntnis, dass auch nützliche Mikroorganismen um uns herum leben, sollte jedem spätestens durch den Vortrag von Professor Jacobi 2021 auf unserem damaligen Symposium klar geworden sein. Er erklärte damals, dass wir 800.000 Arten von Mikroorganismen kennen, von denen jedoch nur etwa 200 Krankheitserreger sind. Ich wiederhole, nur 200 von den 800.000 sind Krankheitserreger. Das sind lediglich 0,025%, die wir als, möchte man sagen, Anführungszeichen, schlechte Mikroorganismen bezeichnen können. Der menschliche Körper beherbergt Billionen von Mikroorganismen auf unserer Haut, unseren Schleimhäuten, unseren Zähnen und in unserem Darm. Dort leben Bakterien, Viren und Pilze und insgesamt tragen wir etwa 100 Billionen Mikroorganismen mit uns herum. Verglichen mit etwa 30 Billionen Körperzellen. Allein an Bakterien tragen wir rund 2 Kilogramm mit uns herum. Die meisten davon befinden sich im Darm. Diese 99,98% machen uns nicht krank. Sie zählen mit fast 100 Billionen zu den Guten. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es deutlich mehr Gute gibt als die Schlechten, über die wir gewohnt sind zu sprechen. Später werden wir uns genauer ansehen, was diese für uns tun. Wir sollten auch bedenken, welche Folgen ein übermäßiger Kampf gegen Mikroorganismen haben kann. Ein Beispiel hierfür ist die übertriebene Desinfektion in Krankenhäusern zur Eliminierung von Erregern. In meinem AgileSmart-Kurs Das dreckige Dutzend beschreibe ich die Situation in vielen deutschen Krankenhäusern, wo durch das Streben nach Perfektion im Bereich der Desinfektion die gefährlichsten Mikroorganismen nicht reduziert, sondern sogar gestärkt werden. Dies hat ein wahrscheinlich langfristig ungelöstes Problem geschaffen. Die vergangenen Jahrzehnte haben uns deutlich vor Augen geführt, dass die vermeintlich perfekte Desinfektion keine umfassende Lösung darstellt. Durch unsere Bemühungen, Krankheitserreger zu eliminieren, haben wir unbeabsichtigt resistente und potenziell gefährliche Keime selektiert und verstärkt. Dadurch sind paradoxerweise Krankenhäuser in Deutschland zu Orten geworden, an denen Menschen sich ernsthaft Infektionen zuziehen können. Die gutartigen Mikroorganismen werden dezimiert, während die schädlichen gestärkt wurden. Dies hat insbesondere für immungeschwächte Patienten weitreichende Konsequenzen und stellt eine omnipräsente Bedrohung dar. Nun wollen wir uns jedoch den positiven Aspekten von Mikroorganismen widmen. Bereits vorab lässt sich feststellen, ohne Mikroorganismen wäre unser Leben nicht möglich.
Aber betrachten wir es genauer. Unser Körper ist Heimat für Billionen von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen. Sie sind unauffällige Mitbewohner, die jedoch einen lebenslangen Einfluss auf uns haben. Wenn das Gleichgewicht dieser Gemeinschaft, unser Mikrobiom, gestört wird, können Krankheiten die Folge sein. Hierbei werden wir erkennen, dass es neben dem Mikrobiom auch ein Virom gibt. Ich möchte die Diskussion über Mikroorganismen um die Symbionten erweitern. Damit haben wir immer noch nicht alle nützlichen Mikroorganismen erfasst. Aufgrund der Zeitbegrenzung, die mir hier gestellt ist, kann ich hier nicht alle guten Mikroorganismen im Detail behandeln. Es genügt jedoch, um das grundlegende Prinzip zu verstehen, wenn wir uns einschränken. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich daher auf Bakterien, Viren, Phagen und Symbionten. Wir wollen ihre positiven Eigenschaften erkennen und daraus Erkenntnisse für eine verbesserte Lebensweise für uns ableiten. Bakterien. Trotz ihres schlechten Rufs sind Bakterien unerlässliche Begleiter in unserem Leben. Eine vertiefende Betrachtung unseres Schulwissens, ergänzt durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, offenbart eine Fülle von positiven Aspekten, die sie mit sich bringen. Bakterien leisten einen bedeutenden Beitrag zur Verdauung unserer Nahrung, insbesondere bei Stoffen, die unsere menschlichen Zellen nicht verarbeiten können. Sie liefern Energie für unseren Darm, produzieren Vitamine, neutralisieren Gifte und Medikamente und tragen sogar zur Stärkung unseres Immunsystems bei. Darüber hinaus sind sie für die Produktion verschiedener Substanzen wie Säuren, Gase, Fette und sogar unsere Blutgruppen verantwortlich. Sie ermöglichen auch nützlichen Durchfall, der uns dabei hilft, toxische Belastungen loszuwerden. Ein spezielles Beispiel für die hilfreiche Rolle von Bakterien stellen jene dar, die die BSH, ich wiederhole, die die BSH-Gene besitzen. BSH steht für Bile Salt Hydroxylase. Diese Bakterien sind in der Lage, Gallensalze umzuwandeln, was eng mit dem Cholesterinspiegel verbunden ist. Sie beeinflussen die Funktion der Galle, wodurch unter anderem die Aufnahme von Cholesterin im Darm reduziert wird. Darüber hinaus nehmen einige dieser Bakterien das Cholesterin direkt auf und wandeln es in andere Substanzen um. Sie beeinflussen auch die Organe, die Cholesterin produzieren, hauptsächlich Leber und Darm. Da Cholesterin für den Körper essentiell ist, ist es wichtig, einen ausgewogenen Cholesterinspiegel zu haben. Die Bakterien mit BSH-Genen tragen dazu bei, durch ihre Stoffwechselprodukte, das sind hauptsächlich Propionat und Acetat, ein optimales Cholesterinniveau zu erreichen. Dieses überraschende und nützliche Verhalten der Bakterien mit BSH-Genen ist nur ein Beispiel für die vielfältigen positiven Beiträge der Bakterien zu unserer Gesundheit. Es ist wichtig zu betonen, dass 99,98% der Bakterien zu diesen guten Mikroorganismen gehören. Viren und Phagen. Unsere Auffassung von Viren ist oftmals durch negative Assoziationen geprägt, die weit über die Bezeichnung Killerviren hinausgehen. Doch diese Ansicht greift zu kurz und verfehlt die vollständige Realität. Biologen schätzen, dass etwa 380 Billionen Viren in und auf dem menschlichen Körper existieren. 10-mal mehr als Bakterien. Während einige davon Krankheiten auslösen, koexistieren viele einfach und friedlich mit uns. Aktuelle Forschungen unterstreichen zunehmend, dass der menschliche Körper nicht nur aus menschlichen Zellen besteht, die gelegentlich
von Mikroben besiedelt werden. Vielmehr ist unser Körper ein komplexer Superorganismus, bestehend aus Zellen, Bakterien, Pilzen und insbesondere Viren. Bis vor einem Jahrzehnt war sich die Wissenschaft kaum bewusst, dass das menschliche Virom, die Gesamtheit aller Viren in und auf uns, überhaupt existiert. Heute verstehen wir es als integraler Bestandteil des umfassenden menschlichen Mikrobioms, einer Gemeinschaft von Mikroorganismen, die nahezu jeden Winkel unseres Körpers bewohnen. Es ist bekannt, dass Viren unser Immunsystem prägen und trainieren können. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass wir das Virom sogar zur Förderung unserer eigenen Gesundheit nutzen können. So haben beispielsweise Forscher der Rockefeller University ein Enzym eines Virus verwendet, um Bakterien abzutöten, die bei Patienten gefunden wurden, die gegen eine resistente Staphylokokkeninfektion ankämpfen. Die ermutigenden Ergebnisse haben dazu geführt, dass sogar die US Food and Drug Administration, FDA, das Enzym als bahnbrechende Therapie eingestuft hat und es nun in Phase 3 klinischer Studien getestet wird. Betrachten wir nun, wie Viren auf andere Weise zu unserem Wohlbefinden beitragen können. Nehmen wir das Beispiel der Phagen. Viren, die sich auf Bakterien spezialisiert haben und diese gezielt abtöten. Viele der Viren, die im menschlichen Körper leben, greifen unsere Zellen nicht an, sondern zielen auf die Bakterien in unserem Mikrobiom. Diese Viren, bekannt als Bakteriophagen oder kurz als Phagen, infiltrieren Bakterienzellen, nutzen deren Mechanismen zur Selbstreplikation und infizieren dann weitere Bakterien, wobei sie ihre Wirtszellen zerstören. Phagen sind nahezu überall in der Natur anzutreffen. Im Boden, in jeglichen Wasserquellen, vom Ozean bis zum heimischen Wasserhahn und sogar in extremen Umgebungen wie Minen, der Arktis oder in heißen Quellen. Sie existieren an all diesen Orten, weil sie dort lebende Bakterien jagen. Dieser Prozess könnte uns theoretisch vor bestimmten Krankheiten schützen. Wenn wir beispielsweise mit Salmonellen kontaminierte Lebensmittel zu uns nehmen, könnten Phagen, die in unserem Magen vorhanden sind, diese Bakterien infizieren und abtöten. Und das bevor sie bei uns Krankheiten verursachen. In diesem Sinne fungieren Phagen quasi als ein zusätzliches Immunsystem in uns, das uns vor Krankheiten schützt. Das hier dargestellte Beispiel der Phagen sollte uns davon überzeugen, dass auch Viren Gutes tun und einen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten können. Symbionten. Symbionten, auch bekannt als Symprotis, Spermid oder Chondrit, sind vielleicht Begriffe, die Sie noch nie gehört haben. Diese mikroskopisch kleinen Organismen wurden bereits im 17. Jahrhundert von Antonie van Leeuwenhoek, dem Erfinder des Mikroskops, beschrieben. Wie gesagt, schon im 17. Jahrhundert. Und ihre Präsenz wird meist nur durch ihre Bewegung unter einem Mikroskop erkannt, denn sie sind sehr, sehr klein. Wir benötigen eine tausendfache Vergrößerung, um sie zu identifizieren. Symbionten spielen eine unerlässliche Rolle in allen Stoffwechselprozessen. Ihre reichliche Präsenz ist ein Indikator für einen gut funktionierenden Säure-Basen-Haushalt und ein starkes Immunsystem. Sie sind das Fundament eines gesunden Stoffwechsels und der aeroben Energieproduktion. Also doch Anzeichen für Gutes. Eine hohe Anzahl von Symbionten hilft dabei, Infektionen durch Viren, Bakterien und Parasiten zu verhindern und die Entwicklung dieser Organismen zu manifesten Krankheiten zu unterbinden.
Mit den Symbionten tritt rechtsdrehende Milchsäure auf, was die Energieproduktion in den Zellen steigert. Hierbei ist es wichtig, die signifikante Rolle von Lactobacillen und Bifidobakterien zu erwähnen. Warum konsumieren wir probiotische Produkte wie Joghurtbakterien? Warum glauben wir, dass die Darmflora eine so wesentliche Rolle für den Stoffwechsel und die Immunabwehr spielt? Die im gesunden Darm vorherrschenden Lactobakterien produzieren Milchsäure. Ist jedoch die Milchsäureproduktion das Einzige, was diese Darmbakterien für uns tun können? Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Hauptfunktion dieser Darmbakterien in der Schaffung von Symbionten liegt. Diese winzigen, nur durch ihre Bewegung erkennbaren Organismen erfüllen einerseits lebensfördernde Funktionen und andererseits spielen sie eine Rolle bei der Ausführung des Zersetzungsprogramms. Letzteres ist notwendig, um den Darm vor Nahrungsgiften, Fäulnisbakterien und Pilzen zu befreien. Nur wenn diese vorhanden sind, entstehen spezielle Symbionten, die zur Reinigung des Darms beitragen. Sie erfüllen ihre Aufgabe also zu unserem Vorteil. Es gibt noch viel mehr zu berichten über das optimale Milieu und die besten Bedingungen für Symbionten, doch lassen wir es hier bei der Betrachtung dieser kleinen Helfer bewenden, die wir ab jetzt als die Guten identifizieren können. Schlussfolgerung. In ihrem aufschlussreichen Buch »Die stille Macht der Mikroben« weist Elena Collen uns auf die immense Bedeutung von Mikroorganismen für unsere Gesundheit hin. Der Untertitel des Buchs, wie wir die kraftvollsten Gesundmacher bei der Arbeit unterstützen können, deutet an, dass wir eine aktive Rolle in der Gestaltung unserer mikrobiellen Gesundheit spielen können. Das Buch fordert uns auf, unsere Haltung gegenüber Mikroorganismen zu überdenken. Anstatt sie als Feinde zu sehen, die ausgerottet werden müssen, sollten wir sie als potenzielle Verbündete in unserem Streben nach Gesundheit und Wohlbefinden betrachten. Mit wenigen Ausnahmen leben wir in einer symbiotischen Beziehung mit Mikroorganismen, die für unser Überleben unerlässlich ist. Sie sind nicht nur Teil unserer natürlichen Umwelt, sondern auch integraler Bestandteil unserer inneren Ökosysteme. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein gesundes Leben ohne die Präsenz und Aktivität von Mikroorganismen unmöglich ist. Sie sind essentiell für den Erhalt unserer Gesundheit und spielen eine entscheidende Rolle bei der Prävention und Behandlung von Krankheiten. Wir sollten daher lernen, sie als unschätzbarer Partner auf unserem Weg zu einem Leben ohne Krankheit zu schätzen. Diese Erkenntnisse sind auch für unsere Agile Care-Anwendung von höchster Relevanz. Wir betonen stets, dass unsere Strategien darauf abzielen, nur gegen jene Mikroorganismen vorzugehen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind und gesundheitliche Probleme verursachen können. Unsere Ansätze zielen darauf ab, die guten Mikroorganismen zu schonen und zu unterstützen, da sie eine unverzichtbare Rolle bei der Aufrechterhaltung unserer Gesundheit spielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir ein neues Verständnis und eine neue Wertschätzung für die Rolle von Mikroorganismen in unserem Leben entwickeln müssen. Wir sollten sie nicht als Bedrohung, sondern als ein lebenswichtiges Bündnis sehen. Und diese Verbündeten helfen uns dabei, können uns dabei helfen, ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Es ist an der Zeit, dass wir erkennen, mit ihnen zusammenzuleben und ihnen und ihre immense Macht für unser Wohlergehen zu nutzen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.